Hast du einen? Ja. Ja, das ist gerade gut, dass er den hat. Aber jetzt kommt der Bohrer, haben wir zwei, haben wir drei, haben wir noch 12er, 18er und 22er. Ja, wenn du so denkst, jeder zweite Sagenblatt, das man für Welt kauft, ist von hier zu los. Das macht einen schon imponierend. Hier sind wir gegangen und sage ich jetzt, als Gentilla-Lehrling machst du die beste Lehre. In der Gentilla als Bullimecher und als Automatiker. Es ist recht ein grosser Betrieb, du siehst viel. Du kannst viel in andere Werkstätten gehen. Und das ist interessant. Okay. Mechanische Fähigkeiten sind wie gesagt Trio, manuelle Fertigung und viel oder Umgang mit dem Metall. Lernst du hier. Wie ein Werkstoff aufgebaut ist, das lernen wir in der Schule. Und das Coole ist, an diesem Job ist, dass du die Schule viel im Beruf selber brauchen. Also, das Theoretische kannst du nachher übernehmen, das Praktische. Wenn ich den Stahl härte, was muss er alles drin haben, kann ich den brauchen oder den Stahl. Das ist extrem verbindlich mit dem Theoretisch. Also ich bin zuerst Schreiner schnuppern als Kindergärtner. Als bin ich schnuppern. Dann bin ich in die Gentilla gekommen. Am ersten Tag war schon recht fasziniert von der Arbeit hier. Und das Arbeitsklima ist so gut. Es merkt man, zwei Schnupperlehrlinge, die fühlen sich wohl, die fragen viel. Genier und Genit. Und das hat mich eigentlich dazu bewogen, hier in die Gentilla zu lehren. Mein Vater hat mir letztes Mal erzählt, dass der Grossonkel von mir, der Funes Aldo, Mitgründer hier von der Gentilla, Sani Glas ist. Und das hat mich völlig überrascht. Ich war ein bisschen geschockt, dass ich das noch nicht weiss, dass ich das noch nicht gewusst habe bis jetzt. Also ich bin der Truffelandrin, komme von Griechen, also wohne in Griechen. Ich komme ursprünglich von Zani Glas. Heimat ist für mich, wenn ich ein Bett zum Schlafen habe. Oder eben Griechen. Das ist jetzt für mich Heimat, obwohl ich jetzt Zani Glas bin. Aber Griechen gehört schon tief in meinem Herz zur richtigen Heimat. Früher war das Verhältnis zwischen Zani Glas und Griechen gerade etwas schlimmer als heutzutage. Sie sind einander schon ein bisschen necken, wenn man das so sagt. Aber es ist immer wieder schön, mit ihnen zusammen zu spielen. Und das Klima untereinander ist flott. Ich arbeite seit 28 Jahren hier in der Gentilla. Ich habe Mühren gemacht, als Hobby. Und durch das gereicht allang nicht mehr. Dann müssen wir jetzt Schichten arbeiten. Ich arbeite im allerliebsten das ganze Jahr Frühschicht. Ich bin hilfsbereit. Der Gare Lutzer, wenn einer ein Problem hat, dass man mit denen helfen kann. Ich habe das Gefühl, mit mir kann man schon ich habe nicht das Gefühl. Ich bin gerne mit den Leuten arbeiten. Und das sollte man ja auch haben. Und das Geld, das man hier verdient, dass man da für unsere Leiche leisten bringen. Nachher, wenn sich der Lutzer überall Material da ist, dass die Leute Beschäftigung haben. Dass alles mit rund läuft, dass nicht Material da ist, vorziehen, das Material, das fertig ist, dass ich das sofort abbüchen kann und zurück ins Lager gehen kann, dass der Kreis immer geschlossen kommt. Ja, ich bin in Derbel geboren. Ich bin 54-Jähriger. Mein Familienvater hat drei Böbel. Ja, meine Leidenschaft ist das Lehringer hier. Ich habe das schon vom Vater und vom Großvater so übernehmen. Wenn man sieht, was er so ein Tier alles kann, das ist einfach. Faszinierend, was an so einem Tier vorgeht. Der Ehringer ist einfach schon ganz etwas Spezielles. Wenn ich jetzt auf die Alpen gehe, meine Tiere kommen, bin ich 100%ig überzeugt, dass sie da zu mir kommen und mich kennen. Und mir ist schon ein paar schwere Tage, wenn man das ganze Jahr dann einen Berg haben und machen muss. Das ist nicht so einfach. Und die Tiere geben mir etwas, also wie ich ihnen etwas gebe. Das sind einfach Vorstellungen, was meine Kollegen sind.
Dann müssen wir uns ein bisschen reden und machen. Das ist also richtig entspannend. Das ist wirklich so. Two, three, four. Hello, Lynn. This is Daniel from St. Nicholas. Hello. Hi, Daniel. Jasmine is also on the line. Yes. How are you doing in Switzerland? Well, pretty good, pretty good. How about yourself over there in Hangzhou? Gibt's eigentlich nur ein ganzes kleines Zeitfenster im Tag, wo man so Sitzungen kann machen zwischen Nordamerika, China und Europa. Und die sind meistens im Nachmittag, wenn die Amerikaner früh im Büro sind. Chinesen machen in dem Tag meistens, bleiben sie viel länger da. Aber so ist halt möglich, mit drei Kontinenten zugleich eine Sitzung zu machen. That's great. Okay. Yeah, that's right. Aber danach für die Schweizer wäre der 2041er der, der wichtig ist. Mhm. Und anschließend der 1141. Ja. Also, da habe ich im Moment einen Kundenauftrag rückständig, aber los, jetzt, wir müssen da ein bisschen probieren, den Ball flach zu halten. Ich gebe jetzt dir, ich kläre das ab mit Daniel, wenn die an Lager sind, und dann kannst du mir einfach mal zu dem Thema hier signalisieren, wenn die kommen, he? Okay. Ich muss so schön sein, das ist einfach Herzblut drin, oder? Man will einfach den Standort erhalten, man will noch sicher und man will es möglichst auch machen. Und in jedem Führungslevel, das wir haben, bis ein Brett so Leute, die an der Maschine arbeiten. Und es gibt auch Schuppen Leute, wo das einfach nicht gleich ist, wie es der Firma geht. Und durch das sicher auch überdurchschnittliche Leistungen von Schuppen Leute abgeliefert werden. Hier. Gut, schönen Abend. Gell? Ciao, Bruno. Wir sind sehr oft zwischen Kunden, die etwas wollen, und danach die Fertigung, die vielleicht gerne etwas anderes wollte. Wir sind ständig zwischen zwei Spannungsfeldern. Ja, ich bewege, und wenn es eine Spannungsspitze gibt, die müssen wir einfach unterdrücken. Die müssen wir unterdrücken, bis man am Abend der Tennisschläger in den Finger hat, und dann kann man die Spannungsspitze rauslassen. Also ich bin jetzt nicht der Björnburg, der für die Grundlinie wartet und da 45 Mal den Ball zurückklopft. Das geht nicht. Zwei, drei Mal auf der Grundlinie zurückspielen und dann muss ich etwas wagen. Dann muss ich entweder einen platzierten Ball versuchen zu spielen und dann aufschließen ans Netz für den Abschluss zu suchen. Also es muss einfach nach kurzer Zeit etwas Vorwärtsbewegendes passieren. Das ist, so würde ich mich beschreiben. Ja. Das sind ca. 25 Tonnen pro Führer. Und nachher, wenn ich am Morgen und lege ich mir noch etwas frei hier. Und dann lade ich noch morgen zuladen, was von der Nachtschicht noch kommt. Weil die schaffen ja durch. Oder 7 Tage, 24 Stunden. Rambazamba. Tagesablauf. Jetzt sind wir mal 6. Ja, ich bin zwischen 5 und 7 bin ich zurück. Der Beruf ist super. Mir gefällt das sehr gut. Es ist, ich schaffe mal schon
etwas Stressiges. Zeitlich ist sie halt sehr lang. 12, 14 Stunden, je nachdem. Ich für mich sage auch immer, für den Job zu machen, bist du einfach nicht normal. Normal kann das nicht machen, aber ich bin jetzt so, kann man sagen, ein süchtiger Schoffer. Two, three, four. Ich bin abnormal schnell bereit. Also ich stehe um 10 Uhr ab 6 Uhr und bin 20 ab 25 Uhr am Arbeiten. Also ich brauche ca. 10 Minuten, eine Viertelstunde. Schnell aufstehen, zusammenputzen, die Haare am Rüften. Ja. Nachher bin ich eigentlich schon bereit für die Arbeit. Nachher komme ich am Bereich an, den PC aufstarten. Das Wichtigste am Morgen ist eigentlich einmal, dass ich mir einen Überblick über die ganze Situation verschaffe. Was ist seit gestern Abend im Vieri gelaufen? Was ist in der Nacht gewesen? Welche Maschinen sind gelaufen? Welche nicht? Wo gibt es Schwierigkeiten? Läufe nachher durch die verschiedenen Abteilungen durch. Nehme da eigentlich auf, was haben wir für Material. Die offizielle Bezeichnung, wie der Beruf heisst, ist Fertigungssteuerer. In dem Sinne der Dirigent von der Produktion. Also der schaut wirklich, was will der Kunde, zu welchem Zeitpunkt und hat das Material da. Und nachher tut der Fertigungssteuerer das so einplanen, dass er zum richtigen Zeitpunkt der eigentlich an Lager ist, dass es der Kunde nachher zur rechten Zeit verkommt. Also die Arbeit bedeutet mir eigentlich, also ist ein wichtiger Bestandteil im Leben. Klar ist jeder froh, wenn man mal Freizeit hat und Ferien hat, aber es macht jeden Tag wirklich Freude, zu arbeiten, weil ich mir da so Schuppolit zu tun habe, die mich unterstützen dient, die mir die Hilfe bietet, die es halt am Anfang braucht, wenn man frisch in diesem Job ist. Und also es ist wirklich ein Job, den ich gerne ausführe. Die Gentilla bietet eine Schuppo-Perspektive, dich weiterzubilden und das zu machen, was er frei machen tut. In der Lehre ist der Obertrainer in die Richtung Feuerwehr gegangen, sage ich mal, mit 18. Und da hat man wirklich von da weg die Chance gehabt, den Wochenkurs zu besuchen, aber für die Neuen geteilt und eigentlich alle Kurse, die nachher besuchen konnte. Für die Feuerwehr ist das ein immenser Vorteil, dass die Gentilla so zentral im Dorf ist. Also für mich ist das Sinnen einfach Heimat. Ich sage, ich fühle mich in Zürich, in Basel, ja, schon fast aussen, in Brieg, zu Fisch, fühle ich mich eigentlich nicht wohl. Ich fühle mich einfach hier im Telli, fühle ich mich einfach daheim. Und für mich gibt es eigentlich nichts anderes, als hier zu wohnen, wie ein anderer in der Stadt halt, sagt, die Stadt gefallen ihm. Aber also ich schätze es natürlich sehr, dass das ganze Know-how und das einfach jetzt so eine Glas ist, sicher schon halt die Erfahrung. Die ganzen Jahre, die 75 Jahre, es ist einfach eine Erfahrung zu machen, die du nicht innerhalb von einem Jahr irgendeine Woche kannst extern geben. Es ist halt schon das Know-how, was seine Glas als Standard so erfolgreich machen tut. Das muss man einfach schon sagen, das macht stolz, ein Teil davon zu sein. Ich habe gelernt, ich Sportartikelverkäuferin. Ich habe mich dann entschieden, für etwas anderes zu machen. Und so bin ich eigentlich zur Gentilla gekommen. Das war eigentlich eine Übergangslesung. Jetzt, mittlerweile bin ich schon seit 15 Jahren hier. Und es gefällt mir eigentlich recht gut. KB2 hat schon seine Zeit gebraucht, um sich zu beweisen. Und jetzt, so in den letzten Jahren, ist das so ein bisschen aufgekommen, dass das Frauen durch euch machen können.
Wir heißen hier Sporo. Das ist ein Alpa auf 1900 Meter über Meer. Und für mich eigentlich der schönste Ort, was es gibt. Weil hier bist du eigentlich irgendwie in einer anderen Welt. Hier zählt keine Zeit, kennt man die Tür nicht. Und die Ruhe ist einfach herrlich. Der Frieden. Das Glas ist mein Zuhause, aber es wird so immer bleiben. Es gibt Momente, wo mir das eigentlich nicht bewusst ist. Dass eine Firma mit so vielen Leuten eigentlich so überleben kann. Wenn man sieht, wie man alles transportieren muss und wie das Material ins Dorf kommt und wie es wieder wegkommt. Dass das alles garantieren kann. Und dass wir eigentlich produzieren für die ganze Welt. Und das von hier so einem kleinen Dorf. Das ist eigentlich, ja, das muss man sich immer wieder in der Erinnerung greifen.